Siegeswille. Zusammenhalt. Leidenschaft. Wir sind die Wackerdamen. Wir trainieren viermal in der Woche und wir trainieren Technik, Spielformen, Taktik und wir bereiten uns einfach auf das Spiel am Wochenende vor. Einmal die Woche haben wir zuerst Videoanalyse, wo wir unsere Schwächen und Stärken herausfiltern. Und da im Fußball natürlich der Kopf auch eine wichtige Rolle spielt, haben wir danach noch Mentaltraining. Bei uns ist es so, dass wir vor jedem Training und vor jedem Spiel die Möglichkeit haben, zum Physio zu gehen. Da tut uns noch massieren und auch schauen für Verletzungsvorbeugungen, dass man noch gut trainiert ist. Wir haben in der Mannschaft ein sehr gutes Klima. Wir helfen immer alle zusammen und haben einen richtig starken Zusammenhalt. Und das merkt man auch bei den Busfahrten. Wir spielen zusammen Karten oder die Studenten und Schüler lernen auch manchmal zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Also das ist echt ein super Teamgeist. Wir sind als Team in den letzten paar Jahren richtig zusammengewachsen. Wir haben uns sehr gut entwickelt. Das sieht man bei jedem Training, dass wir immer versuchen, alles zu geben. 2018 haben wir einen Aufstieg geschafft in die Bundesliga und da wollen wir jetzt richtig angreifen.